Es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten und Modelle, dein Geschäftsmodell abzubilden. Es gibt den klassischen Businessplan über 20, 30 Seiten. Es gibt die Kurzform zur Präsentation in Form eines Pitchdecks und es gibt den Canvasplan. Und Canvas heißt übersetzt so wie, Leinwand. Das bedeutet, du kannst auf einem Blatt Papier, auf einer Leinwand, an der Wand deines Büros diesen Canvasplan erstellen. Und er ist unterteilt in verschiedene Rubriken und die werde ich dir heute vorstellen. Insgesamt lässt sich der Canvasplan in 9 verschiedene Strukturen, in 9 verschiedene Kategorien unterteilen. Und die erste Kategorie ist auch die wichtigste Kategorie, nämlich der Adressat deiner Dienstleistung, deiner Produkte, deiner Wertschöpfung. Die Frage ist also hier im ersten Segment, ist es ein Massenmarkt, ist es ein Nischenmarkt? Welche Werte genau werden hier zugeführt, welche Probleme dort gelöst? Also hier machst du dir Gedanken um deine Zielgruppe, um deinen Kundenavatar, um die Persona. Im zweiten Segment geht es darum, welches konkrete Wertangebot deinem Kunden, deinem Zielgruppenavatar auch zugeführt wird. Ist es ein Produkt? Ist es eine Leistung? Ist es eine Kombination? Aber wichtig ist auch, welches dahinterliegende Bedürfnis ganz genau auch bedient wird. Geht es also um Image, geht es um bestimmte Charaktereigenschaften, geht es darum beispielsweise eine Risikominimierung zu haben, mehr Zeit zu haben, weniger Geld zu haben und all das in Verbindung natürlich auch mit dem Preis. In der dritten Kategorie geht es darum, über welche Einnahmequellen du letztendlich deinem Produkt auch tatsächlich im Markt platzieren kannst. Hier geht es zunächst mal darum zu analysieren, wie die Kunden bisher bezahlen. Machen sie das online, gehen sie in ein Ladengeschäft? Die nächste Frage ist auch, was genau verkaufst du? Ist es eine Einmalgebühr? Ist es ein Abonnement, was monatlich läuft oder eine Lizenzgebühr, welche sich alle 1 oder 2 Jahre verlängert? Hier geht es also genau zu analysieren, wie dein Kunde bezahlt, wo du verkaufen kannst, über welche Point of Sales du welche Absätze tatsächlich auch generieren kannst, beziehungsweise wie hoch die einzelnen Einnahmequellen quartal am Gesamtumsatz abgebildet sind. Also worüber wird wie viel verkauft und zu welchen Preisen? Beim vierten Punkt geht es darum, den Kunden zu erreichen, eine Vertrauensbeziehung auch aufzubauen, schließlich auch das Geschäft abzubilden und den After-Sales-Service zu gewährleisten. Also hier ist die Frage, wie willst du genau erreichen, dass dein Kunde weiß, dass es dich gibt? Zweite Frage ist, wie willst du erreichen, dass dein Kunde dir vertraut? Und wo soll das Geschäft abgebildet werden? In einem Ladengeschäft, über ein persönliches Gespräch, über das Internet, über eine Website, über eine Landingpage oder über ein Callcenter. Also hier ist auch entscheidend, wie tatsächlich die Transaktion vonstatten gehen könnte und wie es danach im After-Sales-Service auch weitergeht. Im fünften Segment geht es darum, wie die Kundenbeziehung aufgebaut, gepflegt und auch nachhaltig betreut werden. Ist es so, dass deine Kunden tatsächlich eine persönliche 1:1 Betreuung von Anfang bis Ende brauchen? Oder ist es so, dass ein Callcenter ausreicht? Oder ist es sogar so, dass gar keine Menschen mit deinen Kunden in Interaktion treten, sondern die Kunden sich selbst alle Informationen holen durch automatisierte Prozesse und durch einen entsprechend gestalteten Marketingauftritt? Oder ist es sogar so, dass alle Kunden in Communities gepflegt und betreut werden? Interessant ist natürlich auch hierbei, den Kostenpunkt von allen verschiedenen Gestaltungsarten zu kennen und mit einzuplanen und einzukalkulieren in deine Kosten-Leistungsrechnung, also in deinen gesamten Finanzplan. Natürlich ist es auch dann wichtig zu wissen, wie groß und welche Schlüsselressourcen du genau brauchst. Also hier ist die Frage, brauchst du bestimmte Rechte, Softwaresysteme, Lizenzen, Patenten, geschützte Marken? Wie viele Menschen brauchst du, also Mitarbeiter in deinem Team oder einen verbundenen Partner oder an Zuführern und Vermittlern? Und natürlich auch die Frage, die sich dann am Schluss ergibt, wie hoch ist dein Gesamtkapitalbedarf, um zu starten? Aber wie hoch sind auch deine laufenden Kosten in Abhängigkeit deines Umsatzes, woraus du dann auch zeitnah noch deine Rentabilität berechnen kannst? Im Punkt 7 wird ganz genau das Geschäftsmodell dahingehend analysiert, was die echten Schlüsselaktivitäten sind. Einerseits natürlich, um die Kunden zu gewinnen und auch die Kunden zu betreuen und zu bedienen und zu binden. Auf der anderen Seite aber auch, um die Problemlösung abzubilden. Also was gilt es konkret zu produzieren oder an Dienstleistungen zu erstellen und abzubilden oder an Plattformen zu betreiben?
Beim achten Punkt geht es darum, wer genau deine Schlüsselpartner sind. Das können auf der einen Seite essentielle Lieferanten sein, die du zwingend notwendig brauchst. Es können aber auch Partner sein, die insgesamt dein Leistungsspektrum vervollkommnen oder da helfen, deine Kosten zu senken. Beim neunten Punkt geht es darum, wie deine Kostenstruktur abgebildet ist. Und zwar nicht nur zum Start für deinen Markteintritt, sondern auch im laufenden Geschäftsbetrieb. Also wie viele Ressourcen, wie viele Gelder, wie viele liquide Mittel brauchen deine Schlüsselpartner, deine Schlüsselaktivitäten, wie viel kosten die Schlüsselressourcen? Entscheidend ist aber auch, in welchem Markt du dich bewegst. Ob es darum geht, möglichst niedrige Kosten in einem Massenmarkt abzubilden oder ob du ein Werteprodukt hast. Das heißt, deine Aufgabe ist es vielmehr, einen hohen Wert zu erzielen, um deine Zielgruppe zu erreichen. Zusammengefasst ist also der Kenntnisplan eine gute Möglichkeit, auf einem Blatt Papier oder auf einer weißen Wand dein Geschäftsmodell abzubilden. Wir bei der X-Group nutzen den Kenntnisplan ganz gerne auch zum Einstieg zur Erstellung des kompletten Businessplans oder Kreditantrags, der dann zu Investoren oder zu Banken geht. Das bedeutet, alle relevanten Informationen, die du tatsächlich brauchst, um einen Kreditantrag oder einen Fördermittelantrag zu stellen, sind im Kenntnisplan niemals vollständig abgebildet. Auf der anderen Seite ist das ein gutes Medium, ein gutes Werkzeug, um im Kreativbereich, in der Kreativphase mit deinem Team gemeinsam alle Segmente zu durchleuchten und auch Plausibilität und Vollständigkeit zu überprüfen. Und wenn du den Kenntnisplan fertig hast in der Einstiegsphase, dann kommt der nächste Schritt, um dann richtlinienkonform oder entsprechend programmreform deinen Kreditantrag, deinen Businessplan fertig zu erstellen. Dann kommt der eigentliche vollständige Finanzplan mit vielen, vielen Tabellen über mindestens 3 Jahre auf monatliche Basis. Und dann kommt auch der eigentliche Businessplan-Text, der dann schließlich auch die Inhalte von der Struktur des Kenntnisplans enthält, aber auf der anderen Seite auch deinen Finanzplan und alle relevanten Teammitglieder beschreibt. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, nicht nur einen Businessplan für dich selbst zu schreiben, sondern vielleicht sogar für einen Vermieter, für einen Investor, für deinen entsprechenden Antrag auf Gründungszuschuss oder sogar bei der Bank, um entsprechende Förderprogramme zu beantragen, dann helfen wir dir gerne. Denn wir haben nicht nur vom Kenntnisplan die entsprechenden Vorlagen und Templates, sondern auch von allen wichtigen Kredit- und Förderprogrammen. Das heißt, wir stellen dir zur Verfügung unser Finanzplan, unser Textteil, die Checkliste, Anhang und ein Team von spezialisierten Beratern, die dich persönlich begleiten, bis die Unterlagen 100% vollständig und plausibel sind, sodass du diese vorbereitet nach einem Bankassessment-Gespräch mit gutem Gewissen bei der entsprechenden Hausbank oder Förderbank einreichen kannst. Also beantrage jetzt gerne ein kostenfreies Erstgespräch, sodass wir dich, egal wo du in Deutschland aufgestellt und starten willst, dabei begleiten können. Zunächst machen wir eine kostenfreie Erstberatung und Erstanalyse, dann machen wir dir gerne ein Angebot und begleiten dich dann über Videokonferenzen oder in unseren Beratungsbüros persönlich bei der Erstellung der Unterlagen, bei der Beantragung der Mittel, schließlich auch bei der Umsetzung deines Vorhabens, gerne auch bis zu deinem Exit, wo wir vorher noch die Unternehmensbewertung machen. Gerne kannst du jetzt aber auch das Video liken, unser Kanal abonnieren und uns gerne auch weiterempfehlen. Dein Daniel Schäfer.